Warum brauchen wir Omega-3-Fettsäuren? Was ist das ideale Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis im Körper? Ist Fisch die Lösung, um den eigenen und weltweiten Omega-3-Bedarf zu decken? Wie viel Omega-3 steckt überhaupt in Fisch? Dies und mehr erfährst du jetzt in meinem Video. Der menschliche Körper braucht Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren lindern Entzündungen, minimieren das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle, können bei Schlafstörungen und ADHS helfen, haben einen schützenden Effekt auf die Augen, beugen Demenz und Alzheimer vor, und vieles mehr. Kurzum, Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für die Gesundheit. Unsere DNA zeigt ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis von 1:1. Lange Zeit, bis circa in die 1960er Jahre, wurden unsere Nahrungsmittel traditionell zubereitet. Das damalige Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis lag bei 4:1. Tatsächlich entspricht dieses Verhältnis offiziellen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Das Problem: In den letzten 60 Jahren hat sich die Esskultur wesentlich verändert. Ungesunde Fertigprodukte, reich an Omega-6-Fettsäuren und schädlichen Transfetten, gehören heute zum Alltag. In Nordeuropa liegt das Verhältnis heute im Schnitt bei 12:1, in Europa bei 15:1 und in den USA bei 25:1. Nur zur Erinnerung: Die WHO empfiehlt ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis von 4:1. Wer es auf 3:1 oder 2:1 schafft, umso besser. Schauen wir uns gemeinsam die häufig gestellte Frage an, ob Fisch die Lösung ist, um den eigenen und weltweiten Omega-3-Bedarf zu decken. Prinzipiell stimmt die Aussage, dass man mit Fisch den Tagesbedarf von 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren decken kann. Allerdings nur, wenn du täglich entweder 100 Gramm Hering oder 250 Gramm Lachs oder 1,5 Kilogramm Makrele oder 3 Kilogramm Kabeljau konsumierst. Und das ist jede Menge und für die meisten von uns wohl nicht umsetzbar. Angenommen, jeder von uns würde sich nun doch für diese Variante entscheiden, gäbe es überhaupt genügend Fisch, um den Bedarf weltweit zu decken? Die Antwort ist nein. Durch die Überfischung der Meere geht der Wildfang jährlich und kontinuierlich zurück. Das Wissenschaftsmagazin Science hat bereits 2006 davor gewarnt, dass die Fischbestände im Jahr 2048 in einem kompletten Zusammenbruch enden könnten. Hingegen steigt die Produktionsrate von aquakulturellen Fischproduktionen. Problem gelöst? Die Antwort ist auch hier wieder ein klares Nein. Damit weltweit genügend Fisch im Angebot ist, bekommen Zuchtfische statt Omega-3-reiches Fischmehl oder Fischöl immer mehr Futter mit Omega-6-reichen Pflanzenölen. Die Folge: Die Fische haben einen wachsenden Anteil an Omega-6-Fettsäuren, der Omega-3-Anteil hingegen sinkt. Bitter aber wahr: 2015 war im Vergleich zu 2006 die doppelte Menge an Fisch nötig, um keinen Omega-3-Mangel zu riskieren. Wir halten fest: Für eine hochwertige Fischzucht ist Fischmehl und Fischöl aus Wildfang grundlegend, um eine gute Qualität zu garantieren. Genau hier wird gespart. Die Qualität leidet. Mit der weltweiten Fischproduktion könnte sich jeder Mensch auf der Erde mit 0,5 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag versorgen. Weit weg von den empfohlenen 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag. Damit könnte jeder maximal einen Omega-3-Index von 5% erreichen. Für die Gesundheit ideal wären 8%. Mit dem Omega-3-Index lassen sich anhand der Blutwerte die beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA mit den Gesamtfettsäuren in Zusammenhang stellen. Sollte man überhaupt Fisch essen? Wie viel Gift steckt im Fisch? Mehr dazu im nächsten Video. Kennst du dein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis? Sag es mir in den Kommentaren unten. Wenn dir meine Informationen geholfen haben, freue ich mich über ein Like. Gerne kannst du mein Video auch mit deinen Freunden teilen. Bevor es zum nächsten Video geht, hast du die Möglichkeit, den Abonnieren-Knopf zu drücken. So wirst du automatisch informiert,
sobald ein neues Vitalschnabel-Video online geht. Viel Gesundheit und bis bald. Deine Caro von Vitalschnabel.